Ich nochmal, nochmal. Genau, also. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipp von der Verordnung. Und dieses Mal widme ich mich dem Thema Bücher. Weil ich werde unheimlich oft gefragt, ja, wie ist denn das mit Bücher aussortieren und wie soll ich denn das machen? Und Bücher ist total schwer. Also ich kann mich von vielen trennen, aber Bücher, also bei Büchern habe ich echt ein Problem. Ich habe Bibliothekswesen studiert und da habe ich eine Sache gelernt, und zwar, wie man sich von Büchern trennt. Und ich möchte euch diesen Tipp unbedingt weitergeben, denn er hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und deshalb fackel ich nicht lang, sondern lege los. Hier ist der ultimative Tipp, wie ihr euch ein für alle Mal von Büchern trennen könnt. Und zwar braucht ihr dazu nur ein bisschen Mathematik. Warum Mathematik? Ich habe das vorbereitet, weil ganz auswendig kann ich es auch nicht. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ihr lest seit dem Urlaub, was weiß ich, da könnt ihr lesen 8 Stunden pro Tag. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr könnt 8 Stunden pro Tag lesen. Wenn ihr 8 Stunden pro Tag lest, dann schafft ihr vielleicht so 3 Bücher in der Woche, ungefähr durchschnittlich. Also ich werfe jetzt mal so Zahlen in den Raum, aber wir gehen mal davon aus, bei 8 Stunden Lesen am Tag, gerade wie gesagt, Beispiel im Urlaub, da schafft man meistens so 3 Bücher in der Woche. Wenn ich 8 Stunden am Tag lese und 3 Bücher in der Woche schaffe, dann sind es also 12 Bücher im Monat. 12 Bücher im Monat, kann man sich auch hochrechnen, sind dann so ungefähr 144 pro Jahr. Pi mal Daumen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein Bücherregalbrett auf 80 cm hat normalerweise ein Fassungsvermögen von, also da passen ungefähr so 40 bis 50 Bücher drauf. Je nachdem natürlich, wie dick und wie dünn die sind. 40 bis 50 Bücher. Ich gehe jetzt in meiner Rechnung mal von 50 Büchern aus. Jetzt hat so ein Standardbücherregal meistens 6 Böden. Also 6 mal 50 sind, da stehen 300 Bücher. Ihr könnt euch also jetzt schon ganz einfach ausrechnen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte dieses eine Regal irgendwann mal durchgelesen haben. Ihr bräuchtet für dieses eine Regal oder für diesen Bücherschrank, dieses Bücherregal, braucht ihr 2 Jahre. 144 Bücher pro Jahr mal 2, also sind die 300 Bücher, braucht ihr ungefähr 2 Jahre, jeden Tag von 8, also jeden Tag 8 Stunden lesen. Jetzt haben die meisten ja mehr als nur ein Bücherregal. Also in den meisten Haushalten stehen ja so zwischen 3 und 6 Bücherregalen. Ihr seht es auch immer in diesen ganzen anderen Videos und Tutorials, da filmen sich die Leute ja total oft hinter sich ein Bücherregal. Das sind, könnt ihr mal so abschätzen, wie viele Bücher das sind. Bei den meisten Leuten sind es so 2, 3, 4 Regale. Jetzt schätzen wir eben 300 Bücher pro Regal. Nehmen wir mal solide 3 Regale plus minus sind 900 Bücher, also 1000. Wir sagen jetzt mal, ihr habt 1000 Bücher, es sind 3 so große Regale voll. Wenn ihr jetzt 1000 Bücher lesen wollt, mit 8 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, dann braucht ihr dafür allein, wenn man das jetzt einmal zusammenrechnet, ungefähr schon 7 Jahre. Also 7 Jahre nichts anderes mehr tun, außer lesen und schlafen und essen. Aber 8 Stunden am Tag statt arbeiten, lest ihr jetzt Bücher. Für eure 3 Bücherregale mit den 1000 Büchern braucht ihr 7 Jahre. Und jetzt kommt die richtig fiese Rechnung. Jetzt habt ihr ja ein Job, ihr studiert, ihr arbeitet, ihr seid Mutter, Hausfrau, whatever. Ihr habt auf jeden Fall nicht die Zeit, 8 Stunden am Tag zu lesen. Ihr habt vielleicht 1/2 Stunde oder 2. Also ich habe das jetzt mal grob überschätzt, so 8 Stunden pro Woche und nicht pro Tag. Also 8 Stunden pro Woche, das ist so jeden Tag 1/2 Stunde vorm Abend lesen und am Wochenende mal 2 Stunden. Aber jetzt nehmen wir mal so 8 Stunden pro Woche ungefähr. Und wenn ihr jetzt mit diesen Zahlen, die wir vorhin uns überlegt haben, und 8 Stunden pro Woche statt pro Tag ausgeht, dann braucht ihr für diese 1000 Bücher ungefähr, Achtung, 43 Jahre.
Also ihr braucht 43 Jahre Zeit, um 3 Billigregale voll mit Büchern zu lesen. Wenn ihr so 8 Stunden pro Woche lest. Und diese Rechnung, die möchte ich euch jetzt einfach mal auf den Weg geben. Überlegt euch genau, wie viele Bücher ihr habt. Zählt das mal durch, spaßeshalber. Dann überlegt auch, wie viel Zeit ihr zum Lesen habt. Manche lesen vielleicht 16 Stunden in der Woche, manche lesen vielleicht nur 2 Stunden in der Woche. Und dann gebe ich euch jetzt die 3 Tipps mit, wie ihr das verhindern könnt, dass ihr da, also ihr müsst ja nicht 120 werden. Ich meine, ich bin auch erst, ich wäre dann halt 80, ja. Aber ich gebe euch 3 Tipps mit, wie ihr dieses Dilemma lösen könnt. Und der erste Tipp ist einfach, tatsächlich einmal Tabula rasa machen. Einmal vors Bücherregal stehen und wirklich jedes Buch rausnehmen. Jedes, was ihr da habt. Sachbuch, Roman, völlig egal. Ihr nehmt jedes Buch in die Hand und überlegt euch mit diesen 43 Jahren im Hinterkopf, ob dieses Buch es wirklich noch wert ist, dass es in eurem Bücherregal einen Platz hat. Ganz simple Frage. Ihr überlegt euch das wirklich, ihr habt so wenig Zeit. Das Leben ist so kurz. Da ist kein Platz mehr für schlechte Bücher. Und ich kann euch vielleicht von mir erzählen, bei mir war das früher sogar so, ich hatte diesen Zwang, wenn ich ein Buch angefangen habe, ich musste das fertig lesen, egal wie schlecht das war. Ich habe immer gesagt, nein, du willst dieses Buch jetzt lesen und du hast es mal geschenkt gekriegt oder gekauft oder was auch immer. Eigentlich finde ich es total blöd, aber ich lese das jetzt fertig. Das habe ich mit der Rechnung gnadenlos aufgehört. Also da ist für mich so, wenn ein dünnes Taschenbuch, da gebe ich mir 50 Seiten, so 5-0. Bei einem dicken Buch schon mal 100, weil wenn man jetzt so einen dicken Roman hat oder so, da kann es schon sein, da braucht man halt mal eine Weile, bis man in das Buch reinkommt. Ja. 50 oder 100 Seiten. Ansonsten, wenn das nicht euer Stil ist, wenn es euch nicht gefällt, tut's weg. Der zweite Punkt, ganz wichtig, kauft keine Bücher mehr. Das klingt jetzt so, oh, die hat ja gut reden. Hey, ich bin Bibliothekarin gewesen, ich weiß, wovon ich rede. Ich liebe Bücher. Ich habe selber auch ungefähr 1200 Bücher zu Hause. Aber wenn ich mich vor mein Regal stelle, jedes Buch hat eine Geschichte. Ich finde das toll, ich finde das schön. Ich kaufe seit knapp 20 Jahren keine Bücher mehr. Ja, wie macht die das dann, fragt ihr euch. Es ist ganz einfach. Zu Weihnachten und zum Geburtstag erzähle ich allen Leuten, schenkt mir ruhig Bücher. Dann hat man so ein bisschen dieses, wow, neues Buch, oh, wie das riecht. Ja, lasst euch Bücher schenken, Weihnachten und Geburtstag. Und dann ist es tatsächlich so, ich kaufe erstens nur noch Fachbücher, wenn ich sie kaufe, weil ich die schlichtweg, also bei mir sieht ein Fachbuch so aus, da kleben lauter so Zettel und ich unterstreiche ganz viel. Romane Belletristik, das kann man sich in der Stadtbücherei ausleihen, bei Freundinnen, wo auch immer. Oder wenn man mal eins geschenkt gekriegt hat, was man nicht mag, stellt es wieder auf die Straße, auf den zu verschenken Tisch oder wo auch immer gibt es zu verschenken Kartons. Die Frage ist wirklich, ob man sowas dann behalten muss. Ja, ich habe auch bestimmt 300-400 Romane, okay. Aber das sind die, ich liebe Jane Austen. Ich könnte meine Jane Austen Bücher nie wegtun. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der erste Punkt war Bücherregal einmal Tabula rasa aussortieren. Der zweite Punkt war, lasst euch Bücher schenken und kauft keine mehr. Und wenn ihr nochmal genau wirklich euch diesen denkt drüber nach, wie viel Zeit ihr zum Leben habt, wie viel Zeit ihr zum Lesen habt, rechnet euch das aus und vielleicht fällt es euch mit dieser kleinen Rechnung wirklich leichter, sich auch mal von Büchern zu trennen, die man einfach nur so des Bücherwillens aufgehoben hat oder weil man sich eben gesagt hat, ich kann doch Bücher nicht wegschmeißen. Es geht hier nicht ums Wegschmeißen. Bücher kann man super gut verschenken, spenden, auch weiterverkaufen, gebraucht. Auch da, wenn ich mal Bücher kaufe, ich kaufe die immer nur gebraucht. Ich kaufe gar keine, also selbst die ganzen Sach- und Fachbücher, ich kaufe die alle nur gebraucht, wenn es geht. Und dann wünsche ich euch super viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer entweder auf meiner Website oder viel, viel detaillierter auf meinem Facebook-Kanal. Und die Adresse steht nochmal unter diesem Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Ciao!